Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim, heute mal hier im Hauptmenü der Minecraft Switch Edition Pretty. Ja, alles da. Und da haben wir das Hauptmenü. Heute wollen wir aber nicht nach Arnor starten, sondern wir spielen heute mal das Tutorial. Das habe ich gerade mal entdeckt, als ich zufällig mal so ein bisschen durch die Menüs gestöbert habe offscreen. Ich wollte mal gucken, was diese Switch-Edition so alles bietet. Da ist mir aufgefallen, das ganze Ding hat ein Tutorial. Da habe ich mal gerade reingeschaut und habe bemerkt, das wird lustig. Das muss ich unbedingt als Minecraft Armor Part bringen. Also würde ich mal sagen, wir spielen heute das Tutorial von Minecraft. Ein Minecraft-Tutorial. Ja, tun wir mal ganz doof, als hätten wir noch nie Minecraft gespielt. Reden kann ich nicht, das ist schon mal die beste Voraussetzung, um doof zu spielen. Ja, muss man ja nicht spielen, wenn man es schon ist. Ja. Also, heute das Tutorial. Versuchen wir es mal. Auf geht's. Starten das Minecraft-Tutorial. Ich bin gespannt. Ich habe nur ganz kurz reingeguckt. Ich weiß wirklich nicht viel. Na dann. Auf I. Muss ich euch aber auch gleich so begrüßen, dass ich das nochmal so eine typische Begrüßung, ja, jetzt hier das Tutorial. Hallo, mein Name ist Minecraft Master 1995. Ich bin so alt, glaubt ihr mir das nicht? Nein, ja. So, heute ist mein erster Tag in Minecraft. Ich spiele heute Minecraft zum ersten Mal. Hallo, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich stehe hier auf Boden. Eine Textbox. Was steht denn da drin? Okay, ich kann mich gerade nicht ernst nehmen. Ja, aber das Ganze ist nicht. Der heutige Part ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Ist nur ein kleines Tutorial. Wollen wir mal spaßeshalber im 51. Part mal das Tutorial austesten. Naja, Minecraft ist ein Spiel, bei dem du Blöcke platzierst, um alles zu bauen, was du dir vorstellen kannst. Nachts treiben sich Monster herum. Du sollst dir einen Unterstand bauen, bevor sie herauskommen. Drücke zum Fortfahren. Ah. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Tutorial mit dem Zwergenfürst. Ja, Tutorial Minecraft, ich bin gespannt. Mit R kannst du, ja, das, was ich gerade schon automatisch gemacht habe. Minecraft. Ja, ein paar Creeper-Statuen. Alles klar. Erinnerung, mit R kannst du nach oben, unten und in andere Richtungen schauen. Oben, unten, andere Richtung. Mit L kannst du dich umher bewegen. Okay, wir versuchen mal wirklich nur das zu machen, was die Anleitung uns sagt. Also tun wir nichts, was wir noch nicht wissen können. Um zu sprinten, drücke L zweimal schnell nacheinander nach vorn. Solange du L nach vorn gedrückt hältst, sprintest du bis zu 3 Sprintzeiten oder die Nahrung ausgeht. Zum Fortfahren A drücken. Okay, interessant. Die Sprintbelegung hier wusste ich tatsächlich wirklich noch nicht. Oh, okay, die liegt hier drauf. Ah, interessant. Zweimal den Joystick nach. Nicht den Joystick, den
den Stick auf dem Pro-Controller. Nach vorne drücken. Interessant. Naja, jetzt funktioniert es gerade nicht so. Naja, was soll's. Wir machen es in Minecraft Anno eher ein bisschen schläger und entspannter. Drücke A zum Springen. Was, das geht, man kann hier springen. Der Wahnsinn. Hätte ZR gedrückt, um was zu machen. Ich weiß nicht, was man mit ZR macht. Ich versuche es, glaube ich, einfach mal. Oha, da ist doch was passiert. Also ZR gedrückt, um 4 Blöcke Holz abzubauen. Baumstämme. Nein. Holz findet man in Baumstämmen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Alles klar. Dann bauen wir mal ein bisschen Holz ab. Eins Holz. Und jetzt habe ich aus Versehen ein bisschen Gras mit gebaut. So. Ein Dreier. Einen vierten brauche ich noch. Die Aufgabenstellung. So, 4. Wechsle mit L und R oder R den Gegenstand in deine Hand. Aha. Wenn du zunehmend mehr Gegenstände einsammelst und herstellst, wird sich dein Inventar langsam füllen. X zum Menü. Dies ist dein Inventar. Hier werden die Gegenstände angezeigt, die du in deiner Hand verwenden kannst, sowie alle anderen Gegenstände, die du bei dir trägst. Außerdem wird hier deine Rüstung angezeigt. Drücke A zum Fortfahren. Drücke B, wenn du bereits weißt, wie das Inventar verwendet wird. Ich drücke mal A. Tun wir mal so, als wüssten wir es nicht und lassen es uns von diesem Tutorial erklären. Beweg den Cursor L. Drücke A, um einen Gegenstand unter dem Cursor aufzunehmen. Falls es dort mehr als einen Gegenstand gibt, werden alle aufgenommen. Du kannst auch Y drücken, um nur die Hälfte von ihnen aufzunehmen. Drücke zum Fortfahren A. Das war jetzt aber ziemlich viel auf einmal. Okay, ich kann noch nichts machen. Textboxen sind ziemlich lang. Du kannst Gegenstände erneut ablegen, indem du A drückst. Wenn sich mehrere Gegenstände unter dem Cursor befinden, drücke A, um alle abzulegen, oder Y, um nur einen abzulegen. Drücke zum Fortfahren A. Wenn du den Cursor mit einem Gegenstand über den Rand der Oberfläche hinaus bewegst, kannst du den Gegenstand ablegen. Drücke zum Fortfahren A. Wenn du mehrere Informationen über einen Gegenstand brauchst, bewege den Cursor über den Gegenstand und drücke ZR. Drücke zum Fortfahren A. Drücke jetzt B, um das Inventar zu verlassen. Okay. Durch Umherlaufen, Graben und Angreifen lernst du deine Hungerleiste. Durch Sprinten und Sprintspringen verbrauchst du viel mehr Hunger als durch normales Laufen und Springen. Drücke zum Fortfahren A. Wenn du Gesundheit verlierst, aber eine Leiste mit mindestens 9 Hunger darin hast, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch. Wenn du Nahrung isst, regeneriert sich deine Hungerleiste. Drücke zum Fortfahren A. Ziemlich viel Text, was ich jetzt hier vorlesen muss. Ziemlich viel. Halte ZL gedrückt, wenn du Nahrung in der Hand hast, um sie zu essen und deine Hungerleiste aufzufüllen. Du kannst nichts essen, wenn deine Hungerleiste voll ist. Drücke zum Fortfahren A. Deine Hungerleiste ist fast leer und du hast etwas Gesundheit verloren. Iss das Steak. Ja, und so weiter. Dann esse ich mal das Steak. Ist das Steak aus deinem Inventar, um deine Hungerleiste aufzufüllen und deine Gesundheit wieder aufzufüllen? ZL essen. Mampf. Drücke Y, um das Handwerk-Oberfläche zu öffnen. Die Handwerk-Oberfläche. Tada! Dies ist die Handwerk-Oberfläche. Hier kannst du gesammelte Gegenstände kombinieren, um neue Gegenstände herzustellen. Drücke zum Fortfahren A. Drücke B, wenn du bereits weißt, wie man craftet. Ja, wie gesagt, wir tun heute mal ein bisschen blöd. Und drücken A.
Meine Fresse, so viel Vorlesen in Minecraft, das bin ich echt nicht gewohnt. Ist ja fast ein RPG schon. Das nimmt die RPG-Ausmaße an. Wechsle mit L und R zwischen den Rädern der einzelnen Gruppen, um die Gruppe des gewünschten Gegenstandes auszuwählen und wähle dann den herzustellenden Gegenstand mit L aus. Drücke zum Fortfahren A. Der Handwerkerbereich zeigt dir Gegenstände an, die du brauchst, um den neuen Gegenstand herzustellen. Drücke A, um den Gegenstand herzustellen und deinen Inventar abzulegen. Drücke zum Fortfahren A. Mit Hilfe einer Werkbank kannst du eine größere Auswahl an Gegenständen herstellen. Handwerk auf einer Werkbank funktioniert genauso wie ein einfaches Handwerk. Du hast aber einen größeren Handwerkbereich, der mehr Zutatenkombinationen erlaubt. Drücke zum Fortfahren A. Der untere rechte Bereich der Handwerkeroberfläche zeigt dein Inventar an. In diesem Bereich kannst du dir auch eine Beschreibung der derzeit ausgewählten Gegenstands samt der dafür benötigten Zutaten anzeigen lassen. Drücke Y, um eine Beschreibung des Gegenstandes anzuzeigen. Jetzt wird die Beschreibung des derzeit ausgewählten Gegenstandes angezeigt. Die Beschreibung hilft dir zu verstehen, wofür der Gegenstand eingesetzt werden kann. Drücke Y, um die Zutaten anzuzeigen, die du für den aktuellen Gegenstand benötigst. Das nimmt langsam wirklich Märchenausmaße an. Wie so ein Märchen vor dieser Stunde. In Stock. Viele Handwerkvorgänge bestehen aus mehreren Schritten. Jetzt, da du einige Bretter hast, kannst du dir eine Werkbank craften. Oder sowas in der Art. Eine Werkbank wollen sie von mir. Zack. So. Drücke ZL, um Gegenstände zu verwenden, mit Objekten zu interagieren und geeignete Gegenstände zu platzieren. Platziere Gegenstände kannst du wieder aufnehmen, indem du sie mit geeignetem Werkzeug abbaust. Drücke zum Fortfahren die A-Taste. Wenn du die Werkbank ausgewählt hast, zeig mit dem Fadenkreuz dahin, wo du sie aufstellen möchtest und platziere sie dort. Batz. Die Nacht kann schnell hereinbrechen und dann wird es gefährlich, sich unvorbereitet im Freien aufzuhalten. Du kannst Ausrüstung und Waffen herstellen. Es ist aber eine gute Idee, einen sicheren Unterstand zu haben. Drücke zum Fortfahren A. In der Nähe gibt es einen verlassenen Unterstand von Minenarbeitern, den du fertigstellen kannst, um nachts in Sicherheit zu sein. Drücke zum Fortfahren A. Du wirst die nötigen Materialien sammeln müssen, um den Unterstand fertig zu bauen. Wände und Dach können aus beliebigem Material bestehen, aber du wirst eine Tür, ein paar Fenster und Beleuchtung brauchen. Drücke zum Fortfahren A. Du hast den ersten Teil des Tutorials abgeschlossen. Juhu! Teil 1 geschafft vom Tutorial. Drücke A, um das Tutorial fortzusetzen. Drücke B, wenn du denkst, dass du so weit bist, dass du alleine spielen kannst. Ich möchte bitte das Tutorial weiterspielen. Auch wenn es weh tut, aber ja, es tut sehr doll weh. Es schmerzt fast physisch. Aber ja, wir spielen das heute mit allen Konsequenzen und allen Maßnahmen durch. Alles, was da, ja. Lassen wir uns drauf ein. Zeig mit dem Fadenkreuz auf die Werkbank und drücke ZL, um sie zu öffnen. Oh, ich will nicht mehr lesen. Die Märchenstunde muss auch mal langsam vorbei sein. Puh. Ja, was wollte der jetzt von mir? Sorry, habe ich jetzt ignoriert. Was soll ich jetzt craften? Stock soll ich craften oder was? Ja, Stock. Drücke L und R, um zur Gruppe der Gegenstände zu wechseln.
die du herstellen soll, Werkzeug und so weiter. Eine Schaufel willst du haben von mir. Zack. Next. Kriege ich auch hin. Okay. Mal noch ein bisschen Holz für. So, Axt. Spitzhacke will er auch noch. Holz, warum mache ich hier Holzspitzhacken? Der blanke Wahnsinn. Spitzhacke. Mit dem Werkzeug, das du gebaut hast, hast du einen guten Start hingelegt. Du bist jetzt in der Lage, eine Vielzahl verschiedener Werkstoffe effektiver zu sammeln. Drücke jetzt B, um die Handwerkoberfläche zu verlassen. Bau mit Hilfe einer Spitzhacke ein paar Steinblöcke ab. Steinblöcke erzeugen beim Abbauen einen Bruchstein. Ja, und so weiter. Mit der Holzspitzhacke, mit der Spielzeugspitzhacke sollen wir jetzt Stein abbauen. Aha. Okay. Dann holen wir uns mal einen Stein. Ja, die Änderung brauche ich nicht. So, Stein. Können wir uns eine Steinspitzhacke draus bauen? Ach was. Das wäre mein Fortschritt. Hier habe ich doch 8 Blöcke Bruchstein. Ah, okay, 7 habe ich schon. Ihnen 8 noch. Um die Tutorial-Aufgabe zu bestehen. So, zack. Du hast genügend Bruchsteine gesammelt, um einen Ofen herzustellen. Verwende hierfür deine Werkbank. Okay, einen Ofen wollen sie von mir. Einen Ofen sollen sie kriegen. Ofen. Manche Gegenstände kannst du nicht in der Werkbank herstellen, sondern. Okay. Da ist gerade eine Blockade. Hier, Ofen. Doch, kann man doch. Oder was? Gestellt den Ofen in der Welt. Du wirst ihn in deinem Unterstand stellen wollen. Drücke jetzt B, um die Handwerkoberfläche zu verlassen. Drücke ZL, um den Ofen in die Welt zu platzieren und öffne ihn dann. Dies ist die Oberfläche, die Ofenoberfläche. Ein Ofen erlaubt dir, Gegenstände zu verändern, indem du sie erhitzt. Du kannst im Ofen zum Beispiel Eisenbarren aus Eisenerz herstellen. Drücke zum Fortfahren A. Drücke B, wenn du bereits weißt, wie man einen Ofen verwendet. Sorry, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nach 50 Parts Minecraft habe ich keinen Schimmer, wie man etwas craftet oder wie man irgendwie damit zurechtkommt. Du musst in das untere Feld des Ofens Brennstoff legen und in das obere den Gegenstand, den du verändern möchtest. Der Ofen wird dann angeheizt und beginnt zu arbeiten, wodurch das Ergebnis im rechten Feld erscheint. Drücke zum Fortfahren die R-Taste. Du kannst viele Holzgegenstände als Brennstoff verwenden, aber nicht alles brennt gleich lange. Du wirst auch andere Gegenstände in der Welt finden, die du als Brennstoff verwenden kannst. Drücke zum Fortfahren die A-Taste. Wenn dein Gegenstand fertig erhitzt ist, kannst du ihn aus dem Ausgabefeld in dein Inventar verschieben. Du sollst mit verschiedenen Zutaten experimentieren, um zu sehen, was du alles herstellen kannst. Drücke zum Fortfahren die A-Taste. Wenn du Baumstämme als Zutat verwendest, kannst du Holzkohle herstellen. Oh. Tatsache. Lernt man doch noch was dazu. Ja, da muss ich wohl noch ein bisschen Baumstämme benutzen. Ich hole mir noch ein bisschen Holz. Könnte nicht schaden. Um Holzkohle herzustellen. Lernt man tatsächlich noch was dazu aus dem Tutorial. Sachen, die ich mir selbst noch nicht beibringen konnte. So, okay, und jetzt brennt das da Holzkohle oder was? Faszinierend. Holzkohle.
Holzkohle kann als Brennstoff verwendet werden. Du kannst daraus aber auch mit einem Stock eine Fackel herstellen. Drücke zum Fortfahren A. Geht doch viel leichter. Warum suche ich die ganze Zeit nach Kohle aus den Minen? Warum grabe ich mich da immer unter die Erde, wenn ich Holzkohle herstellen kann? Wenn ich einfach Holz plus Holz einfach verfackeln kann. Das ist einfach, wenn ich das einfach abbrennen kann. Tja. Ja. Gut, mal was dazugelernt. Hätte ich auch nicht gedacht. Hier im Tutorial mal ein Stückchen für Minecraft auch noch dazu lerne. Und ich schürfe mich da immer durch die Minen. Aber das muss doch irgendwie, einen Vorteil haben, oder? Die Kohle ist doch viel bekloppter, oder? So Holzkohle, das muss doch viel anspruchsloser sein als eine simple an Tür soll ich bauen. Aber erstmal eine Fackel. So, zack. Haben wir hier eine Fackel. Etwas Glas. Ja, Sand könnte ich noch gebrauchen. Ja, Holzkohle brauche ich jetzt nicht mehr so viel. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Und Sand, um noch Glas zu bauen. Dann kann ich die Tür bauen. So verlangt ist das Tutorial. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, ist das Redstone oder was? Nein, das ist ein Apfel. Verwende den Ofen, um etwas Glas herzustellen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich suche gerade ein bisschen Sand. Hier ist Sand mit einem Apfel abgebaut. Ja, ich hole mir schon Sand. Ja, nerv nicht, Tutorial. Ich bin dabei. Ich mach, was du mir befiehlst. So, ist das genug Sand? Ja, dürfte reichen erstmal. So, nicht zu viel machen. Das ist nur ein Tutorial. Wir wollen hier noch gerne Paläste bauen. So. Sand brennen. Okay, den Apfel können wir später noch gebrauchen. Wenn du Sand in Zutatenfeld legst, kannst du Glas bauen. Ja. Ein bisschen mehr als zwei. Wir warten und wir warten und wir warten. Wartezeiten. Diese Wartezeiten. Joha. Wie lange das jetzt noch reicht? Die Glut von dem Holz. Nicht mehr sehr lang. Okay, drei Glas haben wir noch. Ja, brauchen wir nicht. Eine gute Unterkunft sollte eine Tür haben, damit du leicht hinaus und hineingehen kannst. Okay, dann brauchen wir ein bisschen mehr Holz. Müssen wir hier die Bäume ein bisschen abpflanzen. Nehmen wir vielleicht die Holzaxt dafür. Das ist vielleicht ein bisschen leichter. Ja, Erinnerung, baue eine Tür. Ja, das Tutorial nervt schon ein bisschen, oder? Zumindest die Textboxen davon. Baue endlich mal die Tür. Verdammt Scheiße. Nervt die ganze Zeit. Jetzt bau schon. Ja, Boss. Ich baue. So, drücke ZL, um die Tür zu platzieren. Dann kannst du ZL verwenden, um ein Holztier zu öffnen. Ah, okay. Soll ich hier meinen Unterschlupf machen? Oder was? Oder wie ist das geplant? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder wann? Oder soll ich mich mal dort entnehmen? Ja. Ich weiß ja. Okay, hier kann ich nicht weiter. Okay, hier kann ich meinen Unterschlupf nicht bauen. In den Palast kann ich nicht hinein. Also nehmen wir hier die kleine Wasserhöhle. Machen wir da eine Tür rein.
Wie soll das aussehen? Ach so, da oben, das Holzdingens. Ah, okay, hier ist die Grundlage. Habe ich gefunden. War nicht ganz eindeutig für mich. So. Eine niedere Karte haben wir hier. Okay. Wird uns bestimmt auch noch gleich erklärt. Batz, Tür rein. Glückwunsch, du hast das Tutorial abgeschlossen. Spielzeit vergeht. Jetzt mit normaler Geschwindigkeit. Und du hast nicht mehr viel Zeit, bis die Nacht hereinbricht und Monster auftauchen. Stell deinen Unterstand fertig. Ganz schnell. Drücke sofort von A. Okay. Außerhalb des Gebiets findest du Beispiele im Gebäude. Und so weiter. Okay. Wenn du bereit bist, dich weiter umzusehen, gibt es in der Nähe einen Weg, der zu mehr Tutorials führt. Drücke sofort von A. Okay, dann bauen wir erstmal das Haus zu Ende. Viel Holz haben wir noch nicht, aber ja. Apfel können wir mal ins Inventar legen. Es wird hier gewöhnungsmäßig schnell Nacht. Also ja. Machen wir mal. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Was für eine Scheiße. So 16 Block, das reicht doch vielleicht erstmal für die Notunterkunft. Glas haben wir noch ein bisschen dabei. Können wir auch ein bisschen schöner machen. Müssen wir kein Haus ohne Fenster bauen. Zack, so auf der anderen Seite noch ein Fenster. Einfach rausgucken können. So. In der Tür noch ein Fenster. Obwohl, nee, es wird vielleicht nicht so toll aussehen. Aber gut. Haben wir auf jeden Fall genug. Ja. Nur ein kleines bescheidenes Häuschen. Nicht übertreiben, Swaggy. Hier kann auch gleich das Dach drauf. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Am besten bevor es nachts wird. Ein Schwert haben wir uns noch nicht gecraftet. Das müssen wir uns mit unserer Spitzhacke verteidigen. Kriege ich mittlerweile auch hin, aber ja, für das Tutorial jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste. So, den Baum mal abgebaut. So, ich merke es schon dunkler werden. So. Holz, 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 Holz. Blümchen. Nehmen wir mit. Muss auch sein. Okay, da war noch was drin. Ja, Erde haben wir nicht mit dabei. Ja, halt mit Glas. Das haben wir noch übrig. 25 Eichenbretter. So. Eichensetzling können wir später pflanzen. Jetzt erstmal die Bude zu Ende kriegen. So. Ein bisschen Licht hinein in die Butze. So. Hübsch. Holen wir uns die Werkbank ab. Axt habe ich mit dabei, falls die Monster doch noch kommen sollten. Was ich sehr bezweifle in diesem Tutorial, dass da Monster kommen. Ich kann mich auch irren. So, ich möchte dich mitnehmen. Kommst du her, Ofen? Na. Tutorial-Ofen. Platz. Habe ich den jetzt abgebaut oder habe ich den verloren? Sei wie es sei. So. Sieht doch besser aus als mein erstes Dirt House. Minecraft Arno. Tja. Okay, den Ofen haben wir verloren. Sei wie es sei. So. Mal ganz elegant hier.
kriegen wir das hin, den Boden noch auszufertigen. Ein bisschen viel fürs Tutorial, aber ja. Zack. Hier unter der Tür haben wir jetzt nichts, aber ja, ist doch ein ganz beschauliches kleines Heim. Jetzt bräuchte man noch ein Bett, dann wäre das alles noch abgerundet. Naja. Draußen ein paar Monster oder was? Ich sehe keine. Nacht ist es auf jeden Fall Minecraft. Nochmal eine große Sache drüber. Joa, haben wir das Tutorial mal gemacht. Gibt hier noch weitere. Wenn ich jetzt Bienchen pflanzen, muss sein. Joa, nice. Hübsch, hübsch. Na dann, da drüben gibt's das Menü für weiteres oder was? Da können wir jetzt hoch in den Palast. Hallöchen, das sieht doch alles gut aus hier. Und wo laufen wir denn hier hin? Oh, ein Feuerwerk. Nice. Okay, kriegen wir einen Preis überreicht, dass wir es geschafft haben oder was? Auf der Spitze der Pyramide steht ein Leuchtfeuer. Drücke A, um mehr über das Leuchtfeuer zu erfahren. 6,5 Stunden später. Okay, habe ich jetzt Eile bekommen oder was? Hui! Ja, ich bin wirklich, ich bin schneller. Schnell wie der Blitz. Oh nein, ein Dorfbewohner-Tutorial, ja, ich merke schon, hier geht's weiter mit einigen anderen Tutorials. Ja, haben wir das Leuchtfeuer nochmal gesehen. Hier könnten wir noch andere Tutorials machen. Die Batterieleistung lässt auch nach. Ja, dann würde ich mal sagen, ein Däumchen nach oben sollte euch das gefallen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt das hier schon, dieses Tutorial gemacht habe. Muss gucken, wie ich das zusammenschneide oder wie ich das jetzt abfertige. Ja, Leuchtfeuer. Das war ein simpleres Tutorial und hier ein bisschen nächstklassigeres Tutorial. Ja, alles klar. Na dann. Däumchen nach oben, habe ich schon gesagt. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Gehabt euch wohl und haut da rein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Ja, haut da rein. Bis dann und ciao.